Warum seid ihr nicht bereit, die Regierung zu verabschieden? Die Bundesregierung? Nimm dem Kind den Maulkorb ab. Tut mir leid, nimm's ab. So, das geht nicht. Ja, also, wenn die Menschen, die noch ein bisschen denken können und noch ein bisschen da sind, geistig, mit ein bisschen Gehirn, ein bisschen Verstand ausgerüstet, müssen sie erkennen, dass die BRD oder Deutschland, wie sich das hier nennt, kein Staat ist. Feierabend. Und dann muss man überlegen, jawohl, wir zicken jetzt dieses Nichtstaatsgebilde, die DDR, nach Hause. Ganz einfach. Die können gehen. Wie Erich Honecker. Der ist dann auch gegangen. Zum Schluss war er in Chile. Ich weiß nicht, ob Chile die Frau Merkel aufnimmt. Interessiert mich auch gar nicht. Versteht ihr das, was ich jetzt ausgehe? Ja? Wir müssen hier klare, wir nennen das Butter bei den Fische in Hamburg. Hier wird nicht rumgeeiert, hier wird klare Kante gezeigt. Klare Linie gezogen. So. Welche Stasi hat er euch denn angerufen? War das die Hamburger oder die Osperin? Hallo, ich wollte was sagen. Wir reden hier von Friedensverträgen, Friedensfahrzeug, Frieden, Frieden, Frieden. Ich war auch 2014 dort drüben auf dem Platz und bin irgendwann nicht mehr hingegangen, weil ich gemerkt habe, die Leute demonstrieren sich wirklich zu Tode, wie es Rüdiger auch schon gesagt hat. Und mir fällt immer wieder, wenn ich Frieden höre, das Wort von Karl Jaspers ein. Karl Jaspers, ein Philosoph, der hat gesagt, Frieden ist nur mit Wahrheit möglich. Und zumindest, wenn wir sagen, okay, Wahrheitssuche oder Wahrheitsfindung oder sowas. Und wie schaffe ich das? Wie schaffe ich es, Wahrheit zu suchen oder Wahrheit zu finden? Indem ich Fragen stelle. Indem ich immer unbequeme Fragen stelle. Wie kann ich unbequeme Fragen stellen? Indem ich, wie Mausfeld es schon sagt, der reine Mausfeld, einfach die Illusion der Informiertheit aufgebe, die Illusion einer Demokratie, die Illusion, dass der Staat nur das Beste für mich will. Indem ich in Mündigkeit reinkomme, das bedeutet, indem ich mal zum Beispiel, wenn ich jetzt 10-mal höre, keine Ahnung, eine These höre zu irgendeinem Thema oder 4-mal höre, sage, okay, ich kümmere mich jetzt einfach mal drum. Ich lese selber mal gewisse Texte durch. Dame mit der, von der Friedensbewegung. Viola. Genau, Viola. So, Viola, komm doch mal rein. Ilona, Entschuldigung. Viola haben wir auch, ich merke mir dir den Namen nicht. Ilona ist gut drauf, ja, die ist super gut drauf, die hat ein tolles Fahrzeug, sie macht Polizei, sie macht alles, ja. Sie ist wirklich gut drauf. Ich habe ihr gesagt, sie soll am 13. Juni alle organisieren. Sie hat gesagt, wir haben 200.000 Leute